Früher habe ich immer trainiert, damit ich bei so einer Sendung mitmachen kann. Bei Super Toy Club. Ja, kennt ihr noch Super Toy Club? Super Toy Club. Okay, für alle, die das nicht kennen. Super Toy Club war eine Sendung auf Super RTL. Ja, da haben 4 Kinder gegen andere 4 Kinder ein paar Spiele gespielt. Und die, die am Ende gewinnen, dürfen dann ins Toys R Us und sich 90 Sekunden lang nehmen, was die wollen. Ich wollte da immer mitmachen. Immer wollte ich da mitmachen. Ja? Das Problem ist, du brauchst 3 Freunde. Ich hatte keine 3 Freunde. Die 3 Freunde, die ich hatte, das waren so gebürtige Deutsche, so aus gutem Elternhaus. Ja? Und das waren meine Klassenkameraden. Und immer wenn ich die gefragt habe, hey, komm, wir machen da mit, dann dürfen wir ins Toys R Us uns nehmen, was wir wollen, haben die immer gesagt, na und, das kann ich auch so. Also meine Eltern sind Ärzte, Khalid. Ja? Also muss ich meine Ausländerjungs fragen, die aus den Hochhäusern. Habe ich die gefragt? Alle haben zugesagt. Das Problem ist, alle waren über 18. Ja, so mussten Ausweise gefälscht werden und Bärte abrasiert. Und dann irgendwann kommen wir an bei dieser Sendung und auf der einen Seite so 4 10-jährige blonde Jungs und auf der anderen Seite so 4 ausgewachsene Kanaken mit Bart und Zigarette im Mund. Und der Moderator fragt auch noch einen von uns so, bist du dir sicher, dass du erst 10 Jahre alt bist? Und der so, ja, ja, wallah, ja. Bei uns hast du Bartwuchs schon mit 5, mein Freund. Natürlich haben wir gegen diese kleinen Scheißer gewonnen. Natürlich, wir dürfen am Ende ins Toys R Us und uns nehmen, was wir wollen. Wir kommen an bei Toys R Us, wir stehen an der Startlinie. Bei 3 geht's los. 1, bist du bereit? Ja, voila, ja. 2, einer holt Messer raus, keiner weiß warum. 3, wir rennen los, alle schubsen sich gegenseitig weg. Verpiss dich, das sind meine Playstations. Bruder, das sind 9 Stück. Ich hab 10 Geschwister. Man hört so einen afghanischen Vater im Hintergrund. Ah, hol mal Rasierer! Die Mutter auch. Ja, hol mal Rasierer. Irgendeiner holt sein Handy raus. Bruder, komm mal Hinterausgang mit Transporter. Ich hab nur 1:30. Irgendwann ist das mit Toys R Us vorbei und am Ende kommt man noch an einen Tresor. Man kommt an einen Tresor und der Moderator erklärt dieses Spiel. So, Kinder, hier befindet sich ein Tresor und ihr habt 30 Sekunden Zeit, um die Karten von diesem Tresor aus diesem Becken voller Bälle zu fischen. Ihr holt diese Karten, kommt zurück, der Tresor öffnet sich auf magische Weise und ihr bekommt noch alle eine Playstation und ein Fahrrad. Ist das nicht toll? Der Typ noch nicht mal zu Ende geredet, einer von uns schon am Tresor. Jalla, Jungs, lass mal reingehen. So, Bruder, wie hast du das aufgemacht? McFit-Karte macht alles auf. Deshalb habe ich das alles erzählt, braucht jemand eine Playstation.